Er muss schnell sein, gut organisiert und konzentriert. Was er hier in den Händen hält, kann ein Leben retten. Eine Knochenmarkspende. Und damit die bei seinem Empfänger ankommt, reist Danny Strassburger regelmäßig um die Welt. Denn er ist Spezialkurier und muss die Spende sicher ans Ziel bringen. Klappt der Flug, klappt der Zug? Funktioniert das mit dem Taxi? Spielt das Wetter mit? Ein Wettlauf gegen die Zeit, den sie fast verloren hätte. Es musste alles vorbereitet werden. Testament musste geschrieben werden, Patientenverfügung. Was hinterlässt man so kleinen Kindern? Danny macht heute seinen 144. Transport. Seit 9 Jahren arbeitet er für OnTime Courier, ein Unternehmen mit Sitz in Köln und München. Es ist auf den Transport von Knochenmark- und Stammzellprodukten spezialisiert, ohne die andere Menschen wahrscheinlich sterben würden. Dannys Hauptaufgabe ist es, das Transplantat rechtzeitig und unbeschädigt in das Zielland zu bringen. Ein Startschuss für diese Tätigkeit, um anderen Menschen helfen zu können, die an Krebs erkrankt sind, in so einer Leukämie, war halt der Tod meiner Mutter, die selbst an Krebs verstorben ist. Und ihr konnte ich leider nicht helfen, aber sie war immer ein Mensch, der für andere da war. Sie war Kindererzieherin und hat auch immer noch, obwohl sie schon schwer krank war, selbstlos gehandelt. Und ich wollte einfach den Gedanken, wie sie gelebt und gehandelt hat, ihm weitertragen. Und das macht der 47-Jährige mindestens 2-mal im Monat als Kurier. Jeder seiner Transporte startet in diesem Büro. Um die 500 Kuriere führen im Schnitt 80 Transporte pro Woche aus. Auch Kundin die Deutsche Knochenmark-Spenderdatei, kurz DKMS. Obwohl Danny regelmäßig und oft Transporte macht, bekommen alle Kuriere vor jeder Reise ein extra Briefing. Denn je nach Zielland und Kunde gibt es unterschiedliche Regularien. Jeder Kurier wird sorgfältig ausgewählt, so der Leiter des Büros in Köln, Holger Tonsch. Das ist wichtig, denn nicht jeder kommt in Frage. Um als Kurier starten zu können, benötigt man neben sehr guten Englischkenntnissen auf jeden Fall noch internationale Reiseerfahrung vor allem und absolute Zuverlässigkeit. Es ist ja so, dass der Kurier das Produkt oder dafür sorgt, dass das Produkt sicher ans Ziel kommt. Die Stammzellprodukte, die werden nicht mit UPS oder mit irgendeiner Fracht transportiert, weil wenn keine Person dabei ist, dann kann die auch mal schnell verloren gehen oder irgendwo am Flughafen ans falsche Band laufen und dann ist die Spende weg. Wenn die Spende aber nicht ankommt rechtzeitig beim Patienten, dann sieht das schlecht aus für den Patienten. Nur von diesem Job kann Danny nicht leben. Die Firma übernimmt zwar alle Reisekosten, auch die Verpflegung und Unterkunft, zahlt aber nur eine Aufwandsentschädigung. Wie viel verrät der 47-Jährige nicht. Hauptberuflich arbeitet Danny als Flugbegleiter. Nach dem Briefing bekommt der Kölner die Transportbox. In der Box sind Kühlakkus, die die Temperatur regulieren. Außen ein Thermometer. So hat der Kurier die Temperatur immer im Blick. Das Knochenmark heute wird bei Raumtemperatur zwischen 16 und 22 Grad transportiert. Dass das so bleibt, ist Aufgabe des Kuriers. Wird es wärmer oder kälter, kann die lebensrettende Spende unbrauchbar werden. Unterwegs kann der Kurier immer getrackt werden. Dannys erster Halt, ein Transplantationscenter in Köln. Also damit OnTime immer weiß und der Kunde, der das halt Ganze gebucht hat, immer weiß, wo ich bin, was ich mache, muss ich halt kurz schicken. Der Kunde kann sich dann einloggen und weiß dann genau, was ich getan habe oder was ich gerade mache. Oder wo das Produkt ist. Das Knochenmark wurde frisch entnommen. Bevor Danny es mitnehmen kann, müssen alle Daten gegengecheckt werden. Den Namen des Spenders aber erfahren die Kuriere nie. In Deutschland gibt es nämlich den Spenderschutz. Heißt, die Identität des Spenders muss streng geheim bleiben. Ist alles abgeglichen, kann Danny den Beutel mit dem Knochenmark-Blutgemisch verpacken. Damit die Klinik im Zielland die ersten Werte der Spende schon jetzt hat, ruft Danny die Verantwortlichen an. Hello, Jeanette, this is Danny, the courier from Germany. Hello, so I've got a product and you would like to have some information about this. In welches Land er muss oder in welche Klinik er die Spende bringt, muss auch in diesem Beitrag geheim bleiben, zum Schutz von Spender und Empfänger. Nach der Spendenentnahme bleiben 48 Stunden, bis das Knochenmark transplantiert sein muss. Dauert der Transport länger, ist die Spende unbrauchbar. Je nach Zielland kann dieses Zeitfenster knapp sein. Jetzt habe ich ein Leben hier mit in der Box und das ist dann schon spannend und aufregend, dass alles klappt und funktioniert. Das alles hängt nämlich nicht immer von Danny ab, sondern auch von seinen Transportmitteln. Vom Transplantationscenter in Köln muss er zum Flughafen Düsseldorf mit der Bahn.
Verspätungen hatte Danny schon öfter. Auch Ausfälle sind keine Seltenheit. Also das Schlimmste, was jetzt hier passieren könnte, ist, dass jemand versucht, mir die Box wegzunehmen. Ja, das wäre zum einen, aber das wird nicht passieren. Und das Zweite ist halt, dass die Bahnverbindung nicht so funktioniert, wie sie soll. Wir haben auch gerade erfahren, dass der Zug ersatzweise ist, sonst wäre er ausgefallen. Das hätte natürlich wieder Stress, Druck und Zeitdruck verursacht bei mir. Und Gott sei Dank hat man einen Bereitschaftszug bereitgestellt und wir können jetzt einigermaßen pünktlich zum Flughafen kommen. Die Uhr immer im Blick, prüft er regelmäßig seine Verbindungen. Wird es zu spät, muss er OnTimeCourier kontaktieren. Dort wird dann entschieden, ob er einen alternativen Reiseplan braucht. Denn die Zeit läuft immer weiter. Heute kommt Danny aber pünktlich am Flughafen an. Den Check-in hat er im Zug erledigt. Gepäck darf er nicht aufgeben. Das kostet nämlich extra Zeit, die Danny nicht hat. So kann er direkt durch die Sicherheitskontrolle. Die Transportbox mit dem Knochenmark darf auf keinen Fall geröntgt werden. Die Strahlen würden die lebensrettenden Zellen zerstören. Trotzdem ist das hier das einzige Mal, dass der Kurier die Box aus der Hand gibt. Also wenn man immer ein Auge drauf hat, das ist der einzige Punkt, wo ich kein Auge auf die Box haben kann, immer, weil ich auch meine Sicherheitschecks machen muss. Und deswegen wird immer geschaut, wo landet das Produkt hinter der Sicherheit, wo steht es, und dann gehe ich immer erst durch, wenn ich genau weiß, dass das Produkt auf deiner Seite sicher angekommen ist. Im Flieger kann Danny dann das erste Mal etwas zur Ruhe kommen. Schlafen darf er auf seinen Transporten allerdings nicht. Er muss die Box immer in seiner Nähe haben. Auch nach so langer Zeit als Kurier nimmt der Flugbegleiter keinen Transport auf die leichte Schulter. Er ist sich seiner Verantwortung bewusst. Es gibt da so einige Transporte, die mir in Erinnerung geblieben sind. Gerade wenn es um Transporte geht, die für Personen, Patienten sind in meinem Alter oder sehr junge Patienten, die Kinder, Babys und so, das geht einem dann schon sehr nah. Im Zielland angekommen, muss der Kurier den schnellsten Weg zur Klinik wählen. In diesem Fall geht es mit dem Taxi weiter. Erklären, was er macht, darf er dem Fahrer nicht, nur, dass er es eilig hat. Bei der Übergabe des Knochenmarks darf nicht gedreht werden. Wer auch immer aber hinter dieser Tür auf eine Spende wartet, kann jetzt erstmal aufatmen. Die vielleicht lebensrettenden Zellen sind angekommen. Wie es ist, auf so eine Spende zu warten, weiß auch Eva Stark aus Niederkrüchten. Für die 44-Jährige war eine Stammzellspende ihre letzte Chance. 2019 gaben ihr die Ärzte noch 6 Monate zu leben. An den Moment, als ihre Spende mit einem Kurier unterwegs war, erinnert sie sich noch genau. Ich hatte schon Angst, dass das an dem Tag dann überhaupt nicht passiert. Aber ich muss ehrlich sagen, die größte Angst war einfach, dass es gar nicht ankommt. Weil man sitzt dann wirklich da, man ist vorbereitet. Man wird ja nur noch am Leben erhalten durch die ganzen Infusionen, die man bekommt, und ist ja darauf angewiesen, dass es tatsächlich an dem Tag auch ankommt. Mit ihrer Mutter trackt sie sogar den Flieger, mit dem ihre Spende transportiert wird. Ihre Zwillinge sind zu der Zeit erst 4 Jahre alt. Es musste alles vorbereitet werden. Testament musste geschrieben werden, Patientenverfügung. Was hinterlässt man so kleinen Kindern? Sehr schwierig. Eine Stunde später als geplant kann Eva letztendlich transplantiert werden. Die Spende rettet ihr Leben. Heute hat Eva sogar Kontakt mit ihrem genetischen Zwilling. Er kommt aus Dresden. Beide telefonieren regelmäßig, haben sich auch schon persönlich gesehen. Denn je nach Land können Spender und Empfänger sich 2 Jahre nach einer Transplantation kennenlernen. Eva kämpft auch 4 Jahre nach der Transplantation mit Nebenwirkungen, ist noch nicht komplett gesund, aber sie ist krebsfrei. Dank ihres Spenders und des Kuriers. Ein Kurier wie Danny, der auch beim 144. Mal das Knochenmark erfolgreich abgegeben hat. Mir geht's echt besser jetzt. Jetzt bin ich nicht mehr so angespannt. Das ist immer eine Riesenlast, die von mir fällt, wenn die Verantwortung jetzt wieder übergegangen ist zum Transplant-Center und ich aus der Nummer raus bin. Jetzt ist Freizeit angesagt. Jetzt geht's ins Hotel, ein Abendessen und schlafen. Je nach Spende dauert ein Transport in der Regel zwischen 1 und 3 Tagen. Meistens mit dem Flugzeug. Die meisten Transporte der DKMS gehen in die USA. Grundsätzlich aber in die ganze Welt, je nachdem, wo der genetische Zwilling gefunden wird. Die Stammzellspende, und das ist ja ein weltweites Solidarsystem. Es gibt weltweit Kliniken, die dieses Verfahren durchführen. Also es sind speziell zertifizierte Kliniken, wo Stammzellspenden, Knochenmarkspenden abgegeben werden können. Und von dort aus machen sich dann die Transplantate entsprechend zu der
Personen zu der Klinik, manchmal auch ans andere Ende der Welt auf die Reise. Das kann von Deutschland auch manchmal sogar nach Argentinien oder nach Australien gehen. Kuriere können ihren Aufenthalt in den Zielländern privat verlängern. Der Rückflug wird dann weiterhin von On-Time-Kurier übernommen. Bei diesem Transport fliegt Danny nach einer Nacht wieder zurück nach Deutschland. Es lief alles nach Plan. Das ist aber nicht immer so. Wenn Flüge ausfallen oder einfach kurzfristig umgeplant werden muss, dass es ein ganz anderes Routing ist, dass man vielleicht einen Tag später kommt oder zwei Tage später, irgendwelche Unwetter auftreten und es wirklich gar nichts mehr geht und man trotzdem versucht, irgendwie ans Ziel zu kommen. Da habe ich schon einiges mitgemacht, ja. Egal wie stressig oder anstrengend sein Nebenjob manchmal ist, aufhören will der 47-Jährige so schnell nicht. Denn er weiß, mit jedem Transport schenkt er jemandem die Chance auf ein neues Leben. Irgendwo auf der Welt.